Hallo, Angelfreunde, hier ist eine kleine Zusammenfassung über unsere Angelreise in Amsterdam mit Dennis und Dominik. Die Videos sind auf dem YouTube-Kanal, also jetzt abonnieren, liked und teilt, wenn es euch gefallen hat. Nach 6 Stunden Fahrt habe ich Dennis in Amsterdam getroffen, um direkt angeln zu gehen, bevor Dominik angekommen ist. Nach einer sehr kurzen Nacht waren wir nochmal am Wasser, um Bellyboot-Angeln auszuprobieren. Es ist perfekt für Brücken und um kleine Spots zu testen. Das war das erste Mal für Dominik und mich beim Bellyboot-Angeln. Wir waren die Attraktion des Stadtzentrums angesichts der Anzahl der Fotos und Diskussionen. Sogar ein Kellner, der uns eine Flasche Wasser angeboten hat. Thank you.
Es ist schon der letzte Tag. Wir haben uns für ein Streetfishing ein wenig abseits vom Stadtzentrum entschieden. Hier endet unsere Angelreise in Amsterdam.
Eine sehr schöne Stadt mit Angelplätzen überall, viel Fische und sehr gastfreundlichen Menschen. Hier die Köder, die am besten funktioniert haben. Der Skeleton in Rosa, Orange, Fire Tiger oder Chartreuse. Der Schabe in Pepperty Farbe hat auch sehr gut funktioniert mit seinem orange UFO-aktiven Bauch. Mit Dropshot oder Carolina Montage, der Skeleton und der Sandra waren die besten. Der Neo Shad war immer top, meistens in Rosa. Ich habe auch eine Meeresche damit gefangen. Beim Nachtangeln hat es immer mit dem UFO-aktiven Farben Köder funktioniert. Und wie Dominik sagt, ein geiler Trick!